Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi. Silence of the Sleep, lange nicht gespielt und trotzdem wiedererkannt. Dieses Level hier ist einfach echt ärgerlich. Das frustriert. Ich habe hier eine Karte gefunden. Und weiß trotzdem nicht, wo ich lang muss. Also, ich würde sagen, erstmal hier zu diesen Dingern, um das Wasser abzustellen. Das heißt, nach links, dann nach rechts. Ja, erstmal so weit. Also, quasi hier raus, nach links und nach rechts. Also, hier raus. Nach links. Nach links. Und dann irgendwie nach rechts. Durch die Drainpipe. Hier quasi durch. Hier erstmal durch. So. Wenn ich hier dann durch bin, müsste das Ding ja hinter mir sein. Dann gehe ich quasi nach links und wieder nach rechts. So, erstmal Lucky Lucky. Hehehehe. Dieses blöde Vieh, das ist echt. Das Level ist so schon schwierig zu verstehen und wo man da lang muss und überhaupt und hopsasa und tralala. Also durch, dann nach links und nach rechts. Links und nach rechts. Jetzt geradeaus. Nee, wohin? Oh, fuck. Kann ich da durch? Nee. Jetzt bin ich beim Junk schon. Wieso denn das eigentlich? Also einfach ein bisschen, fuck, es ist ätzend. Ätzend, meine lieben Freunde. Ah, ja, ja. Ja, ich möchte das Ganze natürlich nochmal versuchen. Also, nochmal, Karte hier, so. Durch, links, rechts. So, einmal Lucky Lucky. Und dann müssten hier eigentlich die Valves sein. Na, das hat auch schon mal geklappt. So, jetzt gucke ich hier mal, wie das funktioniert. Turn left. Ah. So, gucken wir nochmal. Ach, jetzt ist da Wasser. Gut, das wollen wir nicht. Turn left. Turn right. Einmal Lucky Lucky. Jetzt ist da Wasser, das wollen wir nicht. Das heißt hier nochmal Turn right. Ach mein Gott. Einmal gucken. Jetzt ist da Wasser, das wollen wir ja auch nicht. Oder was? Da kann man speichern. Ich kann aber nur nach... Kann doch nur nach rechts. Also hier geht es ja gar nicht weiter, quasi. Und hier ist der Save Point. Hier geht es auch nicht weiter. Blödes Vieh, ey. Es ist auch immer da, wo ich gerade bin, ha? Blödes Level.
Das geht mir so auf den Zeiger, ey. Also. Rechts. Rechts bin ich gegangen. Dann ist Junk. Ich muss in die andere Richtung vom Junk. Junk. Nach... Oh, fuck. Ach komm, leck mich doch an die Füße. Und da bin ich gekommen? Kann doch nicht sein. Ist aber offensichtlich so. Ja, es ist doch zum Brechen, ey. Och Mann, du komisches Witzvieh. Ja, das bringt mir doch nichts hier durch die Drainpipe. Weil ich muss ja... Durch die Drainpipe will ich nicht. Kommt das Vieh hier auch durch? Meine Fresse. Verpiss dich. Aha, da bin ich doch in der Safe Zone. Dann kann ich doch theoretisch hier wieder speichern, oder? Oh Mann, ey. Ja. Hier ist der Fahrstuhl. Bin ich doch schon mal wieder hier. Das ist doch ganz günstig. Speichern, jawohl. So. Irgendwo hier. Das heißt, ich... Ich gehe mal schön nach da. Und wieder nach da. Und... Das Wasser ist aus. Blödes Vieh, verpiss dich. Alter, mach mich nicht verrückt. Jetzt müsste jeder irgendwo so ein Schlüssel sein oder so. Aber wo? Nee, nee, da bin ich hergekommen. Also gehe ich nach da. Und da ist Wasser. Genau. Aber wie kriege ich das denn bitte weg, das Wasser? Das ist ja total bekloppt. Ich habe doch da gedreht an den
Rohren. An den Dingern da. Okay, jetzt habe ich zumindest eine Batterie gefunden. Gehen wir mal fix zurück. Zurück und irgendwo speichern mal. Mal speichern. Ich habe eine Autobatterie. Autobatterie ist super. Also speichern. Das ist was Neues. So, jetzt gehe ich quasi wieder. Ach ja, raus. Und dann auch so langsam weiß ich so ein bisschen, wo ich bin. Jetzt kommt das Ding under the hood. Batterie. Alrighty. What next? So, dann würde ich mal sagen, wir gehen hier gucken dahin mal zu diesem Crack-Gedöns. Also im Prinzip suche ich so, doch hier rechts. Moment. Hier lang, glaube ich. So. Ja. Durch so eine Pipe. Aber das ist doch diese hier schon wieder. Ich muss ja hier nach links. Nee, das ist falsch. Das ist nämlich diese Drainpipe. Dann komme ich wieder zu den Valves. Will ich ja nicht eigentlich. Ich will ja irgendwie den Autoschlüssel kriegen. Na, mal gucken. Gehen wir hier erstmal durch. Raus da. Gehen wir da durch. Drainpipe. Dann mal nach links. Nach rechts. Da lang. Was haben wir hier? Das ist die Drainpipe, ne? Ich muss da nach links. Genau, da wo das Vieh gerade hergekommen ist. Da gehe ich hin, dann bin ich wieder bei The Valves. Bei The Valves. Und bei The Valves rechts ist eigentlich so ein Crack. Und ich weiß, ich brauche noch den Schlüssel fürs Auto. Vorher brauche ich da gar nicht hin. Das ist jetzt kein Wurzelmonster. Ich würde sagen, es ist ein Schnorchelmonster. Mit lustigen Schnorcheln. Und es sollte jetzt auch weg sein. Jawohl. Und rein da. Und dann sind hier die Valves, richtig. Und hier gibt's nichts weiter, ne? Nichts versteckt hier. Das ist ja traurig. Also, ich bin bei The Valves. Und wenn ich bei The Valves rechts gehe, dann ist da Star Crack. There's something inside. You found a car key. Yes, man. That's the way I like it. Saved. Sehr gut. Jetzt haben wir also quasi einen Autoschlüssel und gucken uns sie jetzt nochmal an. Jetzt müssen wir nämlich zum Nuggi, it's near and coming closer. So, also Batterie ist im Auto. Autoschlüssel haben wir auch. Dann würde ich sagen, wir schmeißen das Auto mal an und krachen hier dieses
Level kaputt durch die Mauer mit dem Auto oder so. Jetzt müssen wir wieder hier quasi lang schnell. So, hier rein. Hier irgendwie lang. Bleibt ja nur der Weg. Wieder durch die Drainpipe. Von der Drainpipe links durch, quasi an dem Junk vorbei. Sehr gut, genau. Und dann hier irgendwie zum Auto. Es wird schon. So, hier durch. Einmal gucken. Ich sehe nichts, also durch da. Von der Drainpipe jetzt nach da, geht nicht. Geht ja nur nach da. Und dann hier durch, würde ich sagen. So. Und am Junk dann nach da. Durch. Und hier müsste das Autowrack sein. Nee, ist es nicht. Ich habe mich wieder verlaufen. Hier. Aber ich sehe ja jetzt trotzdem nichts. Was hat mir das... Diese ganze Aktion mit dem Auto... Something is missing. Gut. Also nicht gut. Was fehlt denn da jetzt noch? Und jetzt sind wir hier beim Auto. Jetzt haben wir hier eine Zahl, die 186. 186 kann ich hier erkennen. Links die 1, in der Mitte die 8 und dann kommt die 6. 186, diese Kombination. Ups. Diese Kombination merke ich mir und dann geht's wieder zu The Valves. Ja, hier bin ich jetzt bei The Valves. Da gucke ich jetzt mal. Jetzt muss ich da das Wasser nämlich ausschalten. Und zwar nach links. Einmal gucken. Ne, ist noch an. Dann mache ich das mal nach. Auch nach links. Ne. Nach rechts. Einmal gucken. Ist immer noch an. Und wenn ich jetzt hier nochmal drehe, nach rechts. Dann ist das Wasser beim Fragezeichen nämlich weg. Und dann gehen wir hier mal durch. Moment, durch. So. Ich würde sagen, hier ruhig nochmal speichern. Hier durch. Hier lang. Dann nach rechts, meines Erachtens nach. Hier durch das Wasser. Und dann ist hier eine Tür. It's thick iron door. It's shut tight. Aber hier ist irgendwas zum... Seht ihr, da ist irgendwas zum Eingeben. So, und jetzt gehen wir mal ein. Die 1. Ach Mensch, machen wir 1. 8. 6. Got it! Ich habe dieses verflixte Level geschafft, meine lieben Freunde. Wuhu! Mir kommen die Tränen. Auf die Tür. Durch die Tür. Und die Treppe. Nach oben. Oh Mann, was war das für ein hartes und unangenehmes, schwieriges Level mit viel Lauferei. Eine Zwischensequenz. Kinderhände, Blut. Kindergeschrei, es muss was Schreckliches passiert sein. Aber was wird sich... Oh, he has changed. Er hat sich verändert. Okay.
Er ist nicht der Mann, den ich kannte. Ich habe Angst vor ihm. Wer ist Him? Bin ich das? Ist das der Protagonist? Hilfe! Hilfe! Sir? Oh, der Teufel. Sir? Ihnen geht es gut, Sir. Nein? Was habe ich getan? Nein, nein, nein. Verurteilen Sie sich nicht selbst. Ich habe etwas gesehen. Ja. Sie haben durch das Auge des Biestes gesehen. Ich bin es. Ich weiß es. Deswegen bin ich gesprungen. You're not the hasty type, Sir. Also, man sollte nicht so schnell irgendwelche Schlussfolgerungen schließen. Sehen Sie das Licht von oben flackern? Sagen Sie nicht, dass es vorm Sonnenaufgang immer am dunkelsten ist. Sie sind so weit gereist, Sir. Nur noch ein paar Schritte. Ja, ich habe an Ihren Motiven gezweifelt, aber Sie haben mich bis hierher gebracht, immer vorwärts. Keine Sorge, Sir. Ich bin hier für Sie und Sie sind hier für mich. Oh Mann, was auch immer das heißen mag. Huh? Er ist weg. Warte! Ich frag mich, was er gemeint hat. Treppe hoch! Ciao, tschüss! Dein Lumi!